bei mir heute unser Mittelfeldmotor. Herzlichen Glückwunsch, was ein geiles Spiel. Also wir haben es so ein bisschen analysiert. Das hätte auch locker ein Zweitligaspiel sein können. Kulisse, Spiel an sich und Top-Ergebnis für uns. Also glücklicher kann man heute nicht nach Hause gehen, oder? Ja, ich denke, wenn man nach 90 Minuten hier das 3-2 sieht, dann können wir sehr, sehr zufrieden sein. Haben in der ersten Halbzeit ein bisschen Glück gehabt. Nach dem 1-0 haben wir ein bisschen geschwommen. 1-1 war ein bisschen glücklich für uns, aber ich denke, nach der Pause sind wir ganz gut rausgekommen. Und am Ende haben wir es ganz gut verwaltet, auch wenn das 3-2 ein bisschen unnötig war. Haben wir noch ein bisschen gezittert hinten raus, aber zum Glück ist es gut gegangen. Jetzt ist Connes relativ früh vom Platz gegangen. Hat wahrscheinlich keine Lust gehabt, anders können wir es uns ja gar nicht erklären. Nee, hat muskuläre Probleme schon die ganze Zeit. Dann hat er dir die Binde zugeworfen. Zack, hast du die Verantwortung für die Mannschaft? Kein Problem, ändert sich da irgendwas? Nee, ändert sich eigentlich nichts. Ich versuche ja auch ohne Binde schon Verantwortung zu übernehmen und da für die Mannschaft voranzugehen und auch das Wort zu ergreifen. Da ändert sich eigentlich nicht viel. War das heute ein schwieriges Spiel? Ah, natürlich gegen Bombengegner, aber auch gegen eine ungewöhnliche Aufstellung eigentlich. Mit Dreierkette, die haben ja durchweg wirklich mit drei, dann Fünfer Mittelfeld, also etwas ungewöhnlich, oder? Ja, wir wussten ja, was auf uns zukommt. Wir haben schon damit gerechnet, dass sie mit drei hinten spielen werden. Aber klar, es ist dann doch immer noch ein bisschen was anderes, wie gegen eine Viererkette zu spielen. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen haben wir es ganz gut hinbekommen, bis auf ja, die 20 Minuten, eine halbe Stunde vor der Halbzeit. Da haben sie uns ein bisschen im Griff gehabt. Aber ja, ich glaube, wir haben uns ganz gut vorbereitet und das hat man dann am Ende auch gesehen. Ja, die Abwehrkette hatte oft zugeschlagen bei uns. Abseitsfalle hat funktioniert. Bewährtes Mittel der Saarbrücker, den langen, ganz schnellen Ball. Also egal von welcher Position auf dem Feld, ging der direkt vor. Auch angesprochen, beziehungsweise in der Pause noch mal ein bisschen nachjustiert. Man hatte so den Eindruck, irgendwie nach der Pause sah das noch besser aus. Ja, ist natürlich so, dass Saarbrücken... Hoppala. Bei uns geht alles zu Bruch. Nee, wir wussten, dass Saarbrücken sehr schnelle Spieler vorne drin hat und dass sie das natürlich auch nutzen wollen. Und ja, erste Halbzeit war es ein bisschen Ritt auf der Rasierklinge hin und wieder, aber nach der Halbzeit haben wir es, wie gesagt, ganz gut hinbekommen und dementsprechend auch gewonnen. Was macht man mit den beiden Cordes heute? Man drückt sie ganz, ganz fest und dann pflegt man sie morgen ganz, ganz fest und dann hofft man, dass sie am Dienstag gleiche Leistung wiederbringen können. Alles klar, wir hoffen, dass ihr alle die Leistung wiederbringt. Vielen Dank für ein wahnsinnig tolles Fußballspiel. Ja, gerne, bis zum nächsten Mal. Bei mir Gianluca Corte, unser Torschütze zum 1:1. Also was ein geiles Spiel heute. Herzlichen Glückwunsch zu drei Punkten. Wie schwer war es? War es so schwer, wie sie es auch angesehen hat gegen wirklich bärenstarke Saarbrücker? Ja, also war echt ein schweres Spiel. Danke für die Glückwünsche. Ja, sie haben es in der ersten Halbzeit auch richtig gut gemacht. Die Bälle hinten rein sind alle punktgenau gekommen. Und ich denke, wir haben in der zweiten Halbzeit ein bisschen umgestellt und waren ein bisschen kompakter gestanden, haben auch schon die Innenverteidiger angelaufen, dass die Bälle halt nicht so genau kommen können. Und es hat uns auf jeden Fall dann auch zum Sieg geholfen. Ja, du hast ein wahnsinniges Tor geschossen. Also das kann eigentlich nur Gianni, oder? Siehst du noch irgendjemand aus der Mannschaft, der den jetzt so hätte machen können, nee, oder? Heute wahrscheinlich mein Bruder, aber ja gut. Ich habe ihn einfach volles Risiko genommen. Das ist eigentlich, ich glaube, so ein Ding. Wenn ich einen treffe, geht er rein, so wie heute. Und wenn ich einen nicht treffe, fliegt er, glaube ich, über die Tribüne. Apropos Rafa, ja, jetzt hast du es 1-1 gemacht, warst so richtig schön in Schwung und dann stiehlt er dir die Show. Da wird es einiges zu klären geben später, oder? Ja, ist gar kein Problem. Das darf der ruhig mal machen, solange es nicht jede Woche vorkommt. Sonst geht mein Kopf auch runter dann. Ne? Am Dienstag geht es schon wieder weiter in Stadtallendorf. Wie hart ist das gerade nach diesem intensiven Spiel? Es waren ja, glaube ich, zum Schluss 97, 98 Minuten Vollgas hier. Ja. Wird auf jeden Fall hart am Dienstag. Wir müssen gucken, dass wir unsere Kräfte sammeln bis dahin und dann wieder ein super Spiel abliefern, dass wir da drei Punkte holen. Stefan Christen war bei uns in der Kabine, mal in der zweiten Halbzeit und sagte, er weiß auch, warum ihr zwei heute so geil drauf seid. Weil ihr nämlich beim Fasching mitfahren durftet und Guzel schmeißen. Ist das was so viel Motivation gegeben hat, dass das heute so ausging? Ja, auf jeden Fall. Wir hatten eine gute Truppe zusammen da auf dem Wagen und haben da schon gut Stimmung gemacht. Und ich denke, heute dann gerade die Stimmung noch ein bisschen weiterleben lassen. Ja, fantastisch. Dann nehmen wir das jedes Jahr mit. Ihr seid jetzt festgebucht für den Faschingsumzug und freuen uns. Regeneriert euch schnell und gut und dann sehen wir uns am Dienstag wieder. Machen wir. Alles klar, danke. Servus, Deville. Heute gegen Saarbrücken ein
sehr, sehr intensives Spiel, mega Stimmung, alles. Wie war es für dich auf dem Platz? Es war einfach richtig geil, es war einfach Top-Spiel, wie es auf dem Zettel stand, es war einfach richtig geil. Erster gegen Zweiter, 3-2, wir haben alles gegeben, wir haben super gespielt. Einfach geil, Fans waren überragend, also so waren die, seitdem ich hier spiele, noch nie, muss ich ganz ehrlich sagen. So viele wie auch da waren, war auch noch nie, es war einfach richtig geiles Spiel, verdient, trotzdem verdient gewonnen auch am Ende und wir sind super happy. Man ging ja 1-0 in Rückstand. Wie hat man es dann aufgenommen? Man hat ja ziemlich früh dann wieder den Ausgleich gemacht. War man sich echt so auf Augenhöhe oder hat man schon Unterschiede gesehen? Weil immerhin hat man ja selbst einen kleinen Vorsprung. Ja, ich fand einfach, am Anfang, wir waren besser am Anfang, dann schießen die das Tor. Aber wir sind einfach auch so gefestigt, auch mental so stark dabei, dass wir wissen, was wir können und dass wir einfach direkt zurückschlagen können, haben wir auch gemacht. Uns gar nicht nervös machen lassen. Dann zweite Halbzeit, ersten 15, 20 Minuten einfach überragend gespielt, die Dinger da reingeschossen. Normal steht es 4-1 nach 60 Minuten und dann wäre das Ding frühzeitig gegessen. Deswegen super Spiel, einfach überragend. Wie viele Kilometer hast du heute wieder gelaufen? Leider wird das hier nicht gemessen in der Regionalliga. Deswegen müssen wir auch jetzt gucken, dass wir noch in der Liga höher kommen, dann sehe ich das mal. Aber ich denke mal, es waren genügende. Und ich habe alles gegeben, ich habe zum Schluss hin Krämpfe bekommen, aber es war egal, wenn du so führst, eine Führung verteidigen musst, dann läufst du einfach, so weit es geht, so viel es geht. Jetzt, wie geht man die nächsten Wochen an? Jetzt hat man 8 Punkte Vorsprung. Guckt man da als ein Spieler mal auf die Tabelle oder sagt man, man geht die alte Leier, man geht echt von Spiel zu Spiel? Oder guckt man da als Spieler auch mal, okay, jetzt haben wir 8 Punkte Vorsprung? Jedes Spiel gewinnen wir einfach. Keiner wird uns schlagen. Wir sind stark, wir sind da, wir sind aggressiv, wir wollen Tore schießen und wir wollen gewinnen und Dienstag direkt nachlegen. Mit jedem Spiel, was jetzt vergeht, werden die Gegner, alle anderen, die hinter uns sind, noch mehr verzweifeln, noch mehr nervös. Dann werden die noch mehr Punkte liegen lassen und wir werden das Ding dann rocken und wir werden diesen ersten Platz nicht mehr abgeben. War das heute schon ein Statement an die Konkurrenz, dass man in der Saison zweimal den Top-Verfolger so eigentlich schon gut schlägt? Ja, auf jeden Fall. Wir haben Ansage gemacht an alle und alle haben gehofft heute, dass wir verlieren. Alle. Waren bestimmt auch fast alle da. Die haben ja gestern alle gespielt und die werden jetzt wissen, da geht gar nichts, weil Waldhof wird diesen ersten Platz behalten bis zum Schluss. Dann bedanke ich mich fürs Interview und eine erfolgreiche Zeit. Dankeschön. Vielen Dank. Bei mir mit Schulz heute unverhofft kommt dann doch oft. Erstmal herzlichen Glückwunsch zum sehr guten Spiel von dir, wie ich fand, und zu einem überragenden Sieg gegen starke Saarbrücker. Wie war das nach 20 Minuten plötzlich von der kalten Bank auf dem Spielfeld zu stehen? Ja, wie gesagt, also überraschend. Als Innenverteidiger rechnest du nicht unbedingt damit, dass du in der 20. Minute reinkommst. Ich hatte mich natürlich vor dem Spiel auch ein bisschen warm gemacht. Oder ich halte mich immer bereit, aber dass es dann so kommt und du konntest nicht weitermachen, konnte, ist dann doch nicht geplant und überraschend. Aber ja, gut, ein paar kurze Bewegungen gemacht und dann geht's halt los. Irgendwie musst du dann funktionieren oder musst du alles geben. Der erste Zweikampf war auch gleich gut, die zweite Aktion war das Gegentor. Und dann denkst du halt, okay, gut. Guter Anfang, aber danach, wie gesagt, haben wir ja relativ früh das 1-1 gemacht und ja, dann kannst du auch nicht lange nachdenken. War dann trotzdem ein gutes Gefühl dabei zu sein und ich habe alles gegeben. Ich denke, im Endeffekt sind wir alle mega glücklich, dass es heute geklappt hat. Ja, wir haben es auch mehrfach angesprochen, auch der Dino, Segard Schulz, das ist ja jetzt nichts Ungewohntes. Ist das so ein gutes Gefühl, neben Marcel dann in der IV wieder zu stehen? Ich denke, es hilft schon, dass man sich kennt. Klar, ich habe mit Marcel einige Spiele gemacht, mit dem Konnes andersrum auch, genau. Aber ja, klar, wir kennen uns. Ich kenne Marcel in- und auswendig auf dem Platz als Nebenmann. Deswegen hilft es dann schon auch, klar. Und dann hat es dann ganz gut funktioniert, denke ich. Die Saarbrücker, da muss man auch, ist wahrscheinlich deine nächste Frage, ich nehme es mal vorweg, der hat einen klaren Plan, muss man sagen, wirklich den ersten Ball in die Tiefe zu spielen mit den Schnellen vorne, mit Jakob Jurcher. Das ist schon ganz eklig. Das ist ein ganz anderes Spiel als viele andere Spiele in der Liga. Das haben sie wirklich, es zeichnet sich aus. Es ist auch saugefährlich mit dem Mäntler davor auf der 10. Wie gesagt, das erste Tor war gleich so, dass sie den Ball sofort tief spielen, schnell umschalten. Und danach, ja, dann haben wir es eigentlich gut gemacht und waren gut drauf eingestellt. Und ja, ich glaube,
Ja, ich war wirklich emotional heute und ging hin und her, deswegen habe ich gar nicht mehr so viel in Erinnerung vom Spiel, außer die Tore, die kriege ich noch zusammen irgendwie. Ja, müssen wir alles nochmal in Ruhe irgendwann angucken und dann weiß ich, wie es gelaufen ist. Macht es, ja, natürlich war das meine nächste Frage, können wir direkt zur übernächsten gehen. Wieso machst du die Bude da nicht? Wäre ja eigentlich noch schöner gewesen. Wäre noch schöner gewesen, ja. Vielleicht habe ich mich so sehr gefreut oder war so überrascht, dass ich gleich voll in der Action bin, dass es da nicht geklappt hat, wie gesagt, aber es war eine Riesenchance. Schade, aber letztendlich scheißegal, Rafa hat es dann gemacht oder nur der Gianni, deswegen. Schwamm drüber. Ausblick auf Dienstag. Jetzt müssen wir zum harten Spiel nach Stadtallendorf. Wir tun uns ja immer schwer gegen die nominell bisschen schwächeren Gegner in der Tabelle. Können wir davon ausgehen, aufgrund, dass Connes heute jetzt so früh raus ist, oder gehst du eigentlich davon innerlich schon aus, dass du da von Anfang an auf dem Platz stehen wirst? Schwer jetzt sofort ans nächste Spiel zu denken, werden wir aber machen müssen, weil es ja so schnell kommt mit Dienstag. Ich weiß nicht, was der Connes hat, ehrlich gesagt. Ich habe noch gar nicht mit ihm gesprochen und weiß nicht, wie es bei ihm aussieht. Letztendlich ist es egal, wer dann spielt. Mega schweres Spiel. Wir haben jetzt einen riesen Knaller hinter uns, haben den heute gezogen und das Spiel wird mit 100%, wenn es nicht sogar 110% angegangen. Wer dann spielt, ist egal. Wir müssen jetzt da dranbleiben und das werden wir auf jeden Fall versuchen und 100% geben, wie gesagt. Aber unterm Strich wird sich mit Schulz am Dienstag definitiv vernünftig warm machen, weil wahrscheinlich bis zum Anpfiff dann noch die Chance vielleicht besteht, dass er doch ran muss. Wer weiß, genau. Ich werde auf jeden Fall, wenn es so kommt, werde ich gucken, dass ich bereit bin. Alles klar, wir bedanken uns für ein wahnsinnig geiles Spiel. Erholt euch gut in der Kürze der Zeit und Dienstag geht's schon wieder weiter. Jawohl, auf geht's.